Servus zu Barbecue aus Franken. Es ist ja die Vorweihnachtszeit. Und was gibt's an Weihnachten am liebsten, an die Feier doch? Richtig schöne Bauerngans. Die habe ich hier und zwar 4,2 Kilo richtig schöne frische Bauerngans. Ich habe die von Oberpfalz Beef, die war in dem Paket mit drin, das ich neulich schon mal gezeigt habe. Und die werden wir jetzt machen. Und zwar auf dem Kohlgrill. Also mal so richtig schön mit, ja, Kohle arbeiten. Nichts mit Gas, nichts mit Rotisserie, nichts mit was weiß ich was. Wir machen das richtig schön klassisch und wie, das schauen wir uns jetzt miteinander an. Nachdem es aber zapfig kalt ist, zwar schön, aber richtig kalt, gehen wir jetzt in die Küche miteinander. So, jetzt ist das gute Stück in die Küche gewandert und da ist es natürlich viel angenehmer jetzt zu arbeiten bei den Temperaturen. Das Teil packen wir jetzt mal aus. So, wenn wir die Folie weg haben, dann nehmen wir uns mal die Innereien raus, die da dabei sind. So, das Fett, was innen in der Gans ist, das nehmen wir auch noch raus. Das schmeißen wir aber nicht weg, das lassen wir aus. Da können wir richtig schön das Gänse-Griebenschmalz draus machen. Also, das Fett, was innen drinnen ist und die Innereien. Jetzt waschen wir die Gans erstmal richtig. Aber halt, bevor wir es waschen, nehmen wir jetzt noch ein scharfes Messer und schneiden den Wurzel weg. Da ist eine Fettdrüse drin und das wird beim Braten auslaufen und nicht unbedingt einen guten Geschmack machen. Also das ist das Einzige drum, was wir jetzt wegtun wollen. Also ich zumindest. So, die Gans ist jetzt gewaschen und ein bisschen abgetrocknet. Also sprich mit der Küchenrolle innen und außen wird ein bisschen so gut wie es geht abgetrocknet. Was mir jetzt noch zu viel an dieser Gans ist, ist der Flügel. Weil der spreizt sich bloß weg, das brauchen wir nicht. Und den machen wir jetzt weg, zumindest zum Teil. Und zwar nehmen wir einfach ein scharfes Messer, schneiden hier am Gelenk die Haut ein, na, und können dann die Sache ein bisschen brechen und hier einfach durchschneiden am Gelenk. Also das ist kein Hexenwerk, das schmeißen wir bitte nicht weg, das brauchen wir jetzt gleich für die Soße auch noch dazu. Und das mache ich auf der anderen Seite natürlich auch. So, die Gans ist jetzt erstmal soweit vorbereitet, jetzt legen wir die auf die Seite und dann kümmern wir uns um die Füllung. Und da schauen wir uns mal an, was wir dazu brauchen. So, und auf dem Brett haben wir schon mal, was wir brauchen. Wir haben Beifuß, wir haben Zwiebeln, wir haben Äpfel, wir haben Maronen, gibt es frisch natürlich ganz klar. In dem Fall habe ich sie vakuumiert. Gibt es auch welche in der Dose, geht genauso. Und als Clou von der ganzen Geschichte habe ich hier eine Gewürzmischung, und zwar ein Glühweingewürz von Ankerkraut. Das kommt auch ein bisschen mit rein, das gibt so den ganzen Pfiff an der ganzen Geschichte. Ja, die Äpfel steche ich jetzt nur das Innere aus und schneide sie in Stücke und genauso die Zwiebel. Das mache ich jetzt einmal ohne euch. Die Äpfel sind in etwa der Größe geschnitten, auch die Zwiebeln sind gleich gemacht oder ähnlich gemacht. Die Maronen einfach noch mit dazu und jetzt geben wir so, ja, 2 Esslöffel von dem Ankerkrautgewürz dazu, sprich von dem Glühweingewürz. Mischen wir jetzt durch. Und übrigens, die Äpfel, die nehmen sogar einen Teil des Fettes, das dann später beim Braten, der ganz entsteht, nehmen die auf und geben natürlich dann einen richtig guten Geschmack ab. Sollte irgendwas übrig bleiben von der Füllung, nicht wegwerfen, kommt in die Soße. Ich habe ein bisschen Salz. Das gebe ich als erstes mal innen rein und würze die ganz von innen. So, und von außen machen wir das Ganze dann, wenn die Füllung drin ist. Die geben wir jetzt rein und so richtig schön das drinnen verteilen und so zwischendrin gebe ich immer wieder mal ein paar Zweige von dem Kräutern rein, also Beifuß. Darf schon schön voll werden, also man sieht es glaube ich in der Kamera, es geht auch schon was rein. So, jetzt ist voll, jetzt nehmen wir es zu. Dazu nehmen wir einfach so Holzspieße, schieben die einfach da durch die Haut durch, was ist einfach, die ist schon ein wenig widerspenstig. Na, der Apfel wieder raus. Und das einfach so in einem Abstand von 2-3 cm. Ganz unten noch eine. So, das ist der erste Schritt und im zweiten Schritt nehmen wir einen Metzgergarn und binden das ähnlich wie ein Schuh zu. Das reimt sich sogar. Unten verknoten wir alles. So, und das ist jetzt schon mal zu.
Überschüssiges weg. Und jetzt salzen wir die Gans auch von außen. Da darf schon ein bisschen was hin. Wo der Kragen war, klappen wir die Haut einfach um und fixieren die auch mit einem Holzstiel. Und jetzt kann sowas auch nichts mehr raus. Also, wieder zurück. Und jetzt möchte ich nicht, dass mir das alles so wegsteht. Das gefällt mir nicht. Ich binde jetzt das auch noch zusammen. Die beiden Schlägel einfach zusammennehmen. Wieder Metzgergarn. Einmal übers Kreuz. Nochmal. Dann gehen wir es über die Gans drüber. Binden es hinten zusammen an den beiden Flügeln. Und gut ist das. Haben wir sogar Schleifler gemacht, brauchen wir gar nicht. Überschüssige Schnur weg. Und unser gutes Stück ist fertig für den Grill. So kann es jetzt drauf. Und bevor wir rausgehen an den Grill, muss ich noch ein bisschen was vorbereiten für die Soße. Also die Zutaten dafür haben wir jetzt hier auf dem Brett liegen. Ein wenig Lauch, wir haben Karotten und Sellerie. Das schneiden wir alles bloß grob klein. Die Flügel werden wir verwenden und den Hals werden wir verwenden. Das kommt richtig schön jetzt dann in die, aber das seht ihr ja gleich selber, in die Auflaufform oder in die Form und wird schön angeröstet. Ein bisschen Wasser brauchen wir, Salz und Pfeffer, ein wenig Portwein, dann später zum Abschmecken. Dann haben wir ein bisschen Speisestärke, die brauchen wir noch dazu und eventuell noch ein wenig Gänsefond. Da achtet er bitte drauf, wenn er kauft, dass er einen guten nimmt. Also ohne Geschmacksverstärker, Konservierungsstoffe und. Das wisst ihr aber selber. Also ich schneide jetzt das alles mal klein und dann gehen wir schon aus. So, ich denke, die Kohlen sind jetzt durchgeglüht genug. Wir können loslegen. Und zwar füllen wir die um in die Kohlenkörbe. So, schön alle rein. Dann schiebe ich die Kohlenkörbe mal in die Mitte rein. Jetzt mal den Rost mal drauf. Die Kohlenform in die Mitte, weil jetzt brauchen wir richtig Hitze. Da kommt jetzt ein Löffel Butterschmalz rein. Guck, wie kalt es außen ist. Den lassen wir zu laufen. Und wenn das Butterschmalz jetzt zu laufen ist und schön Temperatur hat, dann geben wir unser Fleisch dazu. Also sprich die Knochenteile, Flügel und Hals. Rösten wir jetzt von allen Seiten richtig schön an, dass wir ein paar Röstaromen in der Soße drin haben. So und so sollte das in etwa ausschauen, also richtig schön ein bisschen Farbe haben. Jetzt können wir das Gemüse dazugeben. Das habe ich bloß grob gewürfelt und oder in Scheiben geschnitten und den Lauch ein bisschen gewaschen, damit Kassan drin ist, das wäre mir schon wichtig. Das gebe ich jetzt einfach ein bisschen dazu. Rösten wir kurz mit an. Dann habe ich ja noch den Rest von der Füllung, den geben wir jetzt auch mit dazu. Mitsamt dem Gewürz. Die zwei Lorbeerblätter. Das Düftle macht sie da breit, also dieses Glühweingewürz da drin, ich denke, das ist der Knalle. Dann lösche ich alles mit Wasser ab, vorsichtig, könnte spritzen. Jetzt die Röstaromen unten ein bisschen weg. Dann nehme ich die Schale jetzt kurz runter, ziehe die Kohlenkörbe rechts und links raus, geht er wieder drauf und dann geht es weiter. Also rechts und links die Kohlenkörbe, in die Mitte die Schale wieder rein. So, und dann gebe ich Gitter drüber und zwar nicht der Länge nach. Ich möchte später noch ein bisschen an die Flüssigkeit rankommen, sprich an das Fett, an die Soße, um die Gans ab und zu mal ein bisschen zu übergießen. Jetzt brauchen wir noch einen Fühler dazu. Den klemme ich mal hier rein. Auch in den indirekten Bereich. Deckel drauf. Und wir regeln den Grill jetzt auf etwa so 180 bis 200 Grad mal ein. Und dann darf das gute Tier Platz nehmen. So, wir sind jetzt bei knapp 200 Grad. Zeit, dass die Gans ihren Platz einnimmt. Und anfangen tun wir, indem wir die Gans auf die Brustseite legen. Und so darf das ganze Teil jetzt mal für 1,5 Stunden Minimum liegen bleiben. Immer den Füllstand vom Wasser ein bisschen beobachten, also von der Soße, von der späteren, wollen wir immer so gleich halten. Ich habe noch ein bisschen was reingeschüttet, war ein bisschen wenig.
zur Garzeit. Man sagt in etwa bei 200 Grad, oder knapp 200 Grad, je Kilo ganz eine Stunde. 4 Kilo hat es, gute 4 Kilo, wenn man insgesamt 4 bis 4,5 Stunden braucht. Immer wieder reinschauen, damit nichts schief geht, ist ja schließlich ein gutes Stückle. Also, Deckel wieder zu. Eineinhalb Stunden sind rum, knapp 200 Grad. Schauen wir mal rein. Jawohl, ja, der Vogel sieht gut aus. Das drehen wir jetzt einmal rum, das Tier. Weiter geht's mit 200 Grad. Jetzt nochmal Minimum 2,5 Stunden. Wir haben jetzt mittlerweile 2,5 Stunden Gesamtgarzeit rum. Jetzt schauen wir mal rein. Ja, das sieht schon mal sehr gut aus. Jetzt werde ich die Haut leicht anstechen, dass das Fett noch ein bisschen besser raus kann aus der Gans. Wir wollen ja keine fettige Gans, wir wollen eine schön saftige Gans, aber keine fettige Gans. Ich habe so einen Kartoffelhalde, wo man Kartoffeln aufspießt zum Schälen. Die könnt natürlich auch irgendeinen anderen Spieß nehmen. Aber ich stopfe das einfach ein bisschen an. Und jetzt hole ich mir was von diesem Fett raus, von diesem Saft, und gieße das einfach jetzt schön über die Gans drüber. Also ich kann euch sagen, das hat jetzt schon ein Düftle Traum. Deckel machen wir wieder zu. Den Vorgang mit dem Übergießen mache ich jetzt so alle halbe Stunde ungefähr. 4 Stunden sind rum. Das Ganze sieht so aus. Ja, so muss er meines Ganzen ausschauen. Ja, ich mache jetzt Folgendes. Das Ding braucht er noch ein bisschen. Also eine halbe Stunde möchte ich ihm vielleicht noch geben. 20 Minuten, halbe Stunde. Wir nehmen jetzt unten die Wanne raus, stellen eine frische rein, damit nichts runtertropft. Und mit dem Fond, was wir jetzt da haben, also mit der Soße, werden wir unsere richtige, endgültige Soße in der Küche verrichten. So, die Wanne unten drunter ist weg. Wir machen den Deckel wieder zu. Geben der Sache noch so 20 Minuten, halbe Stunde. Schön, wie es da so rausdampft. Das sind die Äpfel da drin. Ja, und ich mache in der Zwischenzeit in der Küche die Soße mit euch. So, und ich habe jetzt als erstes die gesamte Flüssigkeit abgegossen, also sprich über ein Sieb laufen lassen, damit wir die festen Bestandteile draußen haben. Jetzt ist natürlich da Fett drinnen ohne Ende. Das lassen wir jetzt ein bisschen absetzen, beziehungsweise das trenne ich jetzt. Und ja, dann geht's weiter. So, ich halte jetzt einmal die Kamera. Ich verwende da so ein Trennglas. Da schüttest du die Soße rein. Dann trennt sich das Fett von der eigentlichen Soße, und das kann man dann rausschütten wie so eine Gießkanne, sprich den Teil da unten. Und das machen wir jetzt dann so lange, also sprich wir schütten das in einen Topf, bis wir die Soße relativ gut fettfrei haben. So, ich habe die ganze Soße jetzt quasi ja, etwas entfettet. Ein bisschen was ist sicher noch drin, muss es auch haben. Das Ganze lassen wir jetzt schön aufkochen, und ich habe nichts mehr weiter dazu, also keinen weiteren Fond. Das ist jetzt die Flüssigkeit, die wir haben. Was jetzt an Flüssigkeit noch dazu kommt, sind so ungefähr, ja, ich sage mal so 150 ml Portwein. Und das Ganze lassen wir jetzt richtig schön aufkochen und ein bisschen verkochen, sprich den Alkohol verfliegen und das Ganze noch ein bisschen reduzieren. Und dann muss man es noch ein bisschen eindicken, aber das kommt später. So, ich denke mal, das darf noch ein bisschen köcheln. Was wir aber schon mal machen können, einmal abschmecken, ob ein bisschen was brauchen noch, Salz oder Pfeffer. Salz nicht, das haben wir genug. Etwas Pfeffer. Das wird ja eh noch ein bisschen intensiver durch das Reduzieren. Jawohl, oh, sehr gut. Was vor allen Dingen auch richtig gut rauskommt, ist das bisschen von dem Glühweingewürz. Hervorragend. So, die Soße ist jetzt ziemlich gut reduziert. Ich sage mal, so ein knappes Drittel ist jetzt weg. So, und dann rühre ich ein bisschen der Speisestärke rein. Lass das nochmal kurz aufkochen. So, Soße passt. Wir können jetzt raus zur Gans und schauen, was die macht. Aber die müsste jetzt fertig sein. 4,5 Stunden sind rum. So schaut unser Gans aus. Jawohl, ja. Das ist doch sensationell. Eine Weihnachtsgans von der Kugel. Ja, Beilagen sind fertig, Gans ist fertig, Soße ist fertig. Da bleibt uns doch nichts anderes übrig, als wir das Teil runterzunehmen, zu zerlegen. Und dann machen wir schön das Tellerbild. Zu dem sehen wir uns gleich wieder. Da machen wir mal im fahlen Kunstlicht unser Tellerbild. Also, rohes Glühwein kann natürlich dazu zu einer Weihnachtsgans genauso wie Rotkraut. Und die schöne Soße. Kleiner Tellerspiegel. Oder Soßenspiegel in dem Fall. Tellerspiegel, was erzähle ich für Müll? Dann halten wir es mit Louis Dauphiné, Brust oder Keule. Keule und Brust. Sind wir auf der sicheren Seite. Noch ein bisschen Soße dazu. Und schon können wir probieren.
So, und Messer und Gabel gezückt und schon geht's los. Ich nutze natürlich die Gunst der Stunde und werde mal von der Brust ein Stück probieren. Boah, das, also das Tüftler, ungelogen, ein Traum. Und das zerfällt mir jetzt schon von der Gabel. Also, auf geht's. Weihnachten, du kannst kommen, beziehungsweise du bist verfrüht da. Habe ich schon sensationell heute gesagt? Wenn nicht, sage ich es jetzt. Sensationell. Also wirklich ganz toll. Ich muss da noch ein Stück, ganz Stückle. Vor allen Dingen von der Soße brauche ich noch ein bisschen was. Die ist ja auch richtig. Also, macht das nach und ich habe ein tolles Weihnachtsessen. Ja, ich finde es sensationell, ihr hoffentlich auch. Und wenn ihr das so, ja, sensationell findet und ihr mögt, dann hinterlasst vielleicht einen Kommentar und schreibt irgendwas rein, was euch gerade der Sinn danach ist. Ich werde es lesen und werde es versuchen zu beantworten. Das Rezept findet ihr übrigens auch unten mit allen Gewichtsangaben und so weiter und so fort. Als PDF druckt es euch aus. Wenn euch die ganze Sache, wie gesagt, gefällt, gebt mir vielleicht einen Daumen nach oben. Ich würde mich drüber freuen, genauso wie über das leckere Omelettes-Netz. Gut, Spaß beiseite. Kommen wir zum Ernst der ganzen Geschichte. Wenn ihr den Kanal abonnieren wollt, da kommt gleich das Logo. Klickt's drauf, seid ihr dabei. Kriegt ihr solche Geschichten immer mit. Mittwochabends, 18 Uhr, gibt's die Rezepte. Jeden Mittwoch. Ja, ich bleib euer Sven. Genießt das schöne Essen. Wünsche euch eine schöne Vorweihnachtszeit. Und ja, wir sehen uns nächsten Mittwoch um 18 Uhr. Bis dann. Tschüss. Wow, das ist so klasse. Heiligsblechle.